Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer Mini-Ausgabe der Champion Selection. Champion Selection ist im Prinzip ein Format gewesen, das ich schon ja, früher gemacht habe, wo ich in der Champion Selection mir überlege, jo, was passt ins Team, was sollten wir picken, was fehlt dem Team, was könnte den Gegner countern oder was synergiert gut mit unserem Team. Ja, dazu wird es dann auch gleich in diesem Video noch das Spiel dazu geben. Das heißt, jetzt hat erstmal die Champion Selection durch und dann gucken wir, was das Spiel uns bringt. Viel Spaß dabei. Yeah. So, wir sind also hier im Prinzip am Jungle auf einem Cho'Gath. Das sehen wir bereits vorgepickt. Ist also eine relativ nette Sache bis jetzt. Ist ein Tank auf jeden Fall im Jungle. Hat gewisse Art von CC, aber nicht unbedingt sichere CC. Das ist so ein klein bisschen der Nachteil hieran. Aber da werden wir dann auch gucken, ob wir jetzt vielleicht auf der Toplane noch irgendwas kriegen oder auch nicht. Mein ADC hat mich schon gefragt, ob ich Lulu spielen möchte, denn er möchte eventuell hier eine Kog'Maw-Lulu-Runde gehen, ist aber jetzt so gerade natürlich nicht so wirklich in meinem Sinne. Jetzt haben wir unseren Cho'Gath hier, das heißt eben Tank im Jungle ist schon mal gegeben. Gut, bisher haben wir da also dann noch nicht wirklich viele Sachen, wo wir mit arbeiten können. Die Gegner haben einen Assassin-Jungler und einen sehr guten Sustain-Supporter. Gegen Taric in der Lane anzugehen ist halt echt hart. Ich werde mich eventuell auf die Lulu sogar begeben, damit ich dem Kerl helfen kann. Ist halt jetzt im Prinzip dann eine Spielweise, die auf die Botlane fokussiert ist, was jetzt halt nicht so wirklich was zu tun hat. Ich werde ihm auch sagen, dass ich ohne Heal spiele, weil ich einfach das nicht mache. Ich spiele nie mit Heal. Ich bin einfach diese Spielweise nicht gewohnt. Und das bringt natürlich auch nichts, selbst wenn euer ADC fragt, ja, können wir das so spielen und ihr das nie macht, dann bringt es euch nichts. Ja? Da verkackt ihr mehr dadurch, als ihr irgendwie dem Spiel dabei helft. Wir haben jetzt halt noch hier einen Assassin, da haben wir noch sehr guten CC, also wir haben im Prinzip gute Tankiness, gute Utility, uns fehlt es ein bisschen am AD-Schaden, würde ich fast sagen, denn der Set bringt zwar diesen Assassin-Schaden mit, aber Kog'Maw, muss man leider sagen, macht sehr viel magischen Schaden, prozentualerweise über die W-Fähigkeit, der macht gar nicht so viel AD-Schaden, wie man eigentlich vermuten möchte, das heißt ein bisschen Lack of an AD-Damage ist da vorhanden, aber ich denke eigentlich durch den CC können wir das ganz gut gewinnen. Ich muss jetzt halt hier noch Flux meine Runen machen, da gehen wir praktisch diesen Weg hier. Und gut ist. Sie schreiben es hier mehrfach, ich habe aber bereits geschrieben, dass ich das nicht so machen werde. Ja, gucken wir mal, wie das Spiel so läuft. So, und was ich jetzt noch machen werde, ist hier Show All Chat aus. Wir sind jetzt hier in einem Ranked Game und ich möchte mich hier so ein klein bisschen jetzt schon auf die Season einstellen, wie sie eingrooven. Und da werde ich jetzt halt eben auch das hier ausmachen. Das bringt nichts, wenn mir hier irgendwie die Gegner schreiben, oh, Kog'Maw, OP, Lulu, bla bla bla, irgendwas, ist mir egal. Das brauche ich nicht. Die Gegner haben uns übrigens invaded und wir konnten dabei den Urgott abholen. Die sind auch immer ziemlich gesplittet gelaufen. Also alles in allem war das hier aber auch für uns, na, wir sind gut durchgekommen. Wir haben da auf jeden Fall jeder einen Assist mitgenommen. Ja, wie wollen wir jetzt spielen? Im Prinzip wollen wir ein klein bisschen defensiver Natur erstmal unterwegs sein und schauen, dass wir zwar unser Gold hier bekommen, vielleicht hier mit dem Auto-Attack, wieder runterlaufen, passt alles, aber auf jeden Fall insofern nicht unbedingt hier feeden. Wir wollen unser Geld haben und das war's dann auch. Mehr wollen wir hier gar nicht. Wir werden zwar mit der Kog'Maw-Lulu-Sache hier doch relativ früh aggressiv spielen können, weil wir mit seinem Attack Speed arbeiten können, aber trotz allem müssen wir nichts riskieren, denn wir sind auf jeden Fall die Lane, die ein klein bisschen stärker hier skalieren kann. Und das werden wir natürlich dann auch dementsprechend ausnutzen. Und ihr jetzt schon merkt vielleicht, es wird eine Folgequatschrunde, also ich möchte wirklich hier jetzt einmal durchquatschen, wie wir jetzt die Sache angehen wollen. Ich möchte auch gerne gleich mal wieder euer Feedback zu der Runde Champion Selection wissen, wie ihr das empfindet. Ich habe das ja früher schon gemacht und die Resonanz dazu war eigentlich sehr positiv. Also die Champion Selection Sachen waren mitunter die erfolgreichsten Videos bei mir. Also die Resonanz dahinter ist auf jeden Fall, ja, sehe ich, ist vorhanden. Okay. Das war ein bisschen viel, ne? Ich habe es hier verpasst, dass ich mein Ward gleich wieder reingepackt habe und da wieder Vision zu machen, ob dieser Taric auf mich engagen möchte oder nicht, und wurde halt gleich für diesen Fehler bestraft. Es war eigentlich fast schon vorauszusehen.
Ist aber jetzt nicht so dramatisch. Das ist ein Kill jetzt hier auf denen. Es ist kein First Blood mehr. Also, ja, je früher die Fehler passieren, desto mehr kann man auch drüber hinwegsehen und sagen, alles klar, ist jetzt nicht so dramatisch. Was läuft hier? Da ist ein TP raus. Ich weiß jetzt nicht, von wem der TP war. Ich glaube eigentlich vom Fisch, aber ich habe es nicht genau mitgekriegt. Den werden wir jetzt nochmal unterbrechen. Aber da warten wir eine kleine Sekunde. So, passt alles. Beide nochmal unterbrochen. Mit dem Attack Speed auf mir konnte ich halt jetzt hier nochmal ein bisschen Druck aufbauen. Passt also. Ja, Lulu ist jetzt nicht unbedingt ein Champion, den ich unbedingt sehr gerne spiele. Sie ist zwar super stark, aber der Kog'Maw müsste mir halt auch einfach ein bisschen vertrauen, wenn es darum geht, dass ich ihm hier ein Schild geben kann. Aber er ist halt einfach einer der ängstlichen Sorte. Er will da wirklich nur skalieren und später das Ganze machen. Das verstehe ich auch. Das ist auch in Ordnung. Da kann eigentlich kein Control Ward drin sein. Aber okay. Ich gehe mal ein bisschen vor. Na, wenn er mich mit dem vierten Schuss trifft, macht mir das im Endeffekt nichts. Ich habe mein Schild. Das Einzige, was hier wirklich Schaden gemacht hat, ist dann auch das... Ja... Die Granate dazu. So, da Kog'Maw wird wahrscheinlich jetzt weggehen. Gibt mir Zeit, dass ich gleich wieder roame. Ist natürlich eine Sache, die man als Supporter immer ein bisschen machen sollte. Immer roamen, immer gucken, wann könnt ihr irgendwo aushelfen. Wann könnt ihr da was machen. Der ist jetzt praktisch hier noch voll. Das heißt, tatsächlich werde ich jetzt hier meinen Ward da reinpacken. Warum bist du nicht weggegangen? Das ist halt die eigentliche Frage hier. Control Ward hier wird wahrscheinlich da eine Weile bleiben. Ja, habe ihn nicht getroffen. Den können wir jetzt gleich mal hier polymorphen. Dann nochmal slowen. Sollte dem Cho'Gath eigentlich genug Zeit geben, sein Q zu treffen mit dem Slow. Aber nein, hat er hier nicht gemacht. Ah, aber dann sind wir hier dabei, unter Druck zu setzen. Ihn nochmal slowen. Einen Drang können wir benutzen. Oh, da ist ein Kha'Zix. Und wir haben hier definitiv genug Schaden. Ward hier rein. Auto-Attack nochmal drauf. Oh. Die Auto-Attacks müssen hier unbedingt nochmal sein. Schild auf mich erstmal hier. Heieiei, was für ein Kampf. Enemy Triple Kill hier auf einem Djinn. Ein bisschen kritisch. Bisschen kritisch. Wir haben jetzt das hier komplett getradet. 3 gegen 3. Also es ist wohl auch okay. Aber naja. Naja. Und ich werde jetzt halt auch diesen Kog'Maw muten. Denn es ist zwar schön, dass er mir Tipps geben möchte zu meinem Champion. Aber in diesem Moment ist mir das eigentlich relativ. Weil ein CC in der Situation mehr gebracht hat als der Attack Speed auf ihm. So viel mehr Schaden hätte er in der Sekunde nicht machen können. Und da war eben auch der... der CC hier auf dem Kha'Zix wesentlich wertvoller. Und ich brauche das Gelaber hier nicht. Wenn jemand so viel schreibt, dann belastet der mich halt einfach so sehr, dass ich mir denke, es ist schön für dich, dass du so viel reden kannst in dem Ranked. Ich persönlich habe das nicht unbedingt nötig. Also einfach muten. Als nächstes werden dann wahrscheinlich noch Pings von ihm dazukommen. Control Ward ist weg. Packen wir den mal dahin. Wir haben also hier jetzt eine sichere Position für unseren Cho'Gath. Ich werde auch hier dann rangehen und auf jeden Fall diesen Djinn in irgendeiner Art und Weise CC'en müssen eigentlich erstmal. Cho wurde jetzt hier gerade gespottet, ist ein bisschen traurig. Aber dafür konnte ich in der Sekunde kurz vorgehen und den Taric mit dem Auto-Attack poken und mir so mein Geld holen. Kha'Zix Mitte eher, das ist gut für uns. Was hat denn der Djinn jetzt? Der geht auf Lethality, der glaubt eigentlich, dass er gefeedert ist. Guter Punkt eigentlich hier für uns. Ah, dass ich den nicht getroffen habe, ist ein bisschen schade. Aber da konnte man das Ganze relativ gut nutzen. Also, den Attack Speed. Weil hier war eine sichere Position, um diesen Djinn... Ja, er flasht drüber. Um diesen Djinn unter Druck zu setzen oder eben dann auch den Taric. Es war halt in dem Punkt egal. Ah, Kog'Maw, hoffentlich ist er klug genug und geht dann ein Schrittchen zurück.
Während wir hier sicher einen Inferno Drake machen. Da wäre es halt doof, wenn der Kog'Maw wirklich sagt, hey, Egoismus, Lane-Phase. Wenn er eher hier hinzukommen kann und dass er diesen Drachen hier schneller macht und sich hier nicht in Gefahr begibt. Ja, das finde ich schon wieder nicht gut. Haben wir aber sicher. Vor allem aber auch hier der Stack auf Cho'Gath mit dem Fressen ist super wichtig, dass der halt ein bisschen mehr das Scaling hier dazu kriegt. Alles in allem sind wir trotzdem, dass dieser Jhin eben 4-1 steht, gut dabei. Ganz gut dabei. Was später problematisch wird, ist diesen Fizz dann auch unter Kontrolle zu kriegen, weil den müsste ich dann auch wieder wehen mit dem Polymorph belegen. Und wer weiß, wie da unser Kog'Maw drauf reagieren wird, der nicht einmal auf die Relic-Variante geht. Also der möchte gar nicht so sicher gehen, wie er das die ganze Zeit behauptet. Und er könnte eigentlich auch locker hier vorgehen und sich den Ward holen, aber nein, wie er ist lieber auf 5 Kilometer Abstand. Ist okay, also ich meine, wir könnten das offensiver spielen. Wir können das extrem defensiv spielen. Was er mir halt dadurch denied, durch diese Spielweise, wie er das gerade macht, ist, ich kann nicht vorgehen und mein Gold holen. Ich könnte hier zwar schon oder möchte hier schon ab und an voran und dann Auto-Attack auf den Taric setzen oder sonst irgendwas. Aber, und ich mache das hier auch einfach mal mit meinem... Ja? Ja? Oh, ja, 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 ja. Ich mache das auch einfach mal ein Auto-Attack hier drauf. Ich habe jetzt alles dafür gebraucht. Aber ich lebe noch und Kha'Zix' Zeit praktisch hier verschwendet. Er denied mir halt einfach das Golden. Das finde ich nicht gut, wie der Kog'Maw hier spielt. Da kann man auch ein klein bisschen, ja, sich auf einer Linie halten und dann dem Partner das ermöglichen, etwas zu bekommen. So. Maokai, TP in... Da könnte er auch ein bisschen weiter nach vorne bleiben. Ein kleines bisschen wenigstens mit der Range arbeiten. Ja, aber nicht so. Er muss mit der Range arbeiten. Also was ich mit Range arbeiten meine hier ist halt tatsächlich, dass er so weit vorgeht, dass er mit seiner W Minions nehmen kann, beziehungsweise poken kann oder sonst irgendwas hinkriegt, aber eben sich nicht so engagen lässt. Ah ja, ah ja. Das ist aber auch ein bisschen ein Nachteil dessen, wenn man sagt, man geht auf so eine, ja, ich sag jetzt mal, sehr, sehr schwierige Botlane. Eine Kog'Maw Lulu-Lane kann super einfach laufen, aber ist in den meisten Fällen halt doch eher so eine Duo-Q-Sache, wo man sagt, man möchte halt in gewisser Art und Weise, ja, man braucht ein bisschen Absprache, man weiß, wie man spielt und so weiter und so fort. Und das halt einfach in der Solo-Queue random zu spielen, ist nicht sonderlich einfach rauszukriegen. Kann klappen, kann nicht klappen. Und ich bin da auch nicht so der Fan davon, sowas koordinationstechnisch Hochwertiges mit einem Random zu spielen. Also ich hatte hier wesentlich lieber was Solides gespielt, wie einen Braum von mir aus, der halt einfach die Tankiness bietet. Bitte, Set, geh da ran. Hier sind die Schilde. Wege sind leicht solider, wo man nicht unbedingt das Problem da hat, dass man da locker immer weggedrängt wird. Also, Taric, der ist halt momentan einfach das Gott-Tier. Also, Taric kann sehr, sehr stark sein. So, und wir sehen hier auch schon wieder die Rotations von den Gegnern sind so ein bisschen besser. No. Da hätte ich zuerst mich schilden sollen. Ich wollte hier gerade zuerst ihn queuen, damit er geslowt ist und dann erst mich schilden. Aber das Schild wäre hier definitiv wichtiger gewesen. Kog'Maw hätte hier eigentlich im Prinzip auch gleich mitlaufen müssen. Der hätte gar nicht erst noch die Botlane, die Wave sich nehmen sollen, sondern gleich in die Mitte zum Verteidigen. Man muss eigentlich in fast allen Fällen die gegnerische Lane matchen. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben jetzt unseren Botlane-Turm verloren. Das heißt, aufgrund von Makro-Gameplay möchten die Gegner jetzt halt auf eine andere Lane gehen und dort dann sich praktisch ihr Geld holen. Ja, die weitere Türme einreißen, da einfach ihren Lead, den sie haben, weitertragen. Und deswegen bin ich auch gleich in die Mitte gegangen, denn die gegnerische Lane, die Jhin-Taric-Lane, ist halt jetzt in der Lage gewesen zu swappen. Und es ist eigentlich, ja, sie konnten top gehen oder Mitte gehen. Ich war halt schon eben in der Mitte. Und die sind ja auch hier noch dazugekommen. Jo, ich bin tot. Ich hoffe, der Kog'Maw kann hier noch genug Schaden machen.
Sehr offensiver Flash, finde ich nicht gut. Ich hatte halt meinen Exhaust noch nicht wieder bereit. Das war ein bisschen schade hier. Er stirbt auch noch. Wegen dem offensiven Flash hier nach vorne, um den Jhin vielleicht noch zu töten. Das ist zu greedy und das ist zu viel an manchen Punkten. Das ist viel zu viel. Wir versuchen noch irgendwas zu retten. Zed kriegt jetzt hier vielleicht ein bisschen Schaden auf dem Turm. Vielleicht auch einfach nur die Minions rein. Der steht ja auch nicht unbedingt gut im Spiel. Wir haben in der Mitte ein Assassin-Matchup. Das heißt, wir haben entweder den Zed, der den Fizz auseinandernimmt, oder wir haben den Fizz, der den Zed auseinandernimmt. Ja. Und da hat halt anscheinend der Fizz irgendwann mal die Oberhand gewonnen darüber. Ja, Cho sollte hier auch nicht unbedingt weggehen. Hätte mir locker noch beim Verteidigen helfen können. Ich finde die Rotations hier von meinem Team alles in allem nicht schön. Nicht schön, nicht schön, was hier passiert. Aber das kann man halt nicht ändern. Jetzt kommt der Baum hier oben. Das finde ich wiederum doch sehr schön. Geben wir hier mal noch beide Buffs weiter. Hauptsächlich deswegen, weil Maokai doch einen beträchtlichen Attack-Speed hat. Mag man gar nicht glauben, aber mit meinen beiden Buffs, wir gucken uns das gleich hier nochmal an. Zack, ist der auf 1-2, dazu eben hier diese Sache. Die Lulu bzw. die Pixie weitergeben hier. Also da kann der dann schon gut draufkloppen. Soweit so gut. Ab zum Drachen, das dürfte das nächste Objective sein. Mana ist in diesem Punkt eigentlich egal. Wir brauchen halt nur hier... Da kriege ich wahrscheinlich keinen Assist mehr. Nee. Wäre zu schön gewesen, wenn ich über den Baum hier noch einen Assist kriege, aber es ist schon viel zu lange her. Wir brauchen im Kampf eigentlich nur ein E auf unseren Kog'Maw, dann ein W und danach mal wieder ein E. Das heißt, insgesamt brauchen wir 180 plus 65 Mana, also ungefähr 250 Mana. Ganz grob. Und unter den Umständen ist es halt nicht nötig zu sagen, ja gut, ich brauche einen Riesenpool an Mana. Ja, tschüss Fisch. Und wir gehen in die Mitte, denn wir wollen da immer noch diesen Turm einreißen. Dass wir jetzt den zweiten Infernal haben, ist sehr gut für unsere Konstellation. Oh, da hätte ich jetzt wiederum zuerst queuen müssen. Aber ich glaube, dieser Urgott, der kommt da sicher nicht raus. In Fights ist es halt dann wirklich unsere Priorität zu sagen, wir müssen uns auf diesen Kog'Maw fokussieren. Der braucht unsere Schilde. Der braucht unseren Speed-Up. Den, glaube ich, habe ich sogar noch getroffen mit meinem Slow. Ja. So. In etwa so. Ich meine, Kog'Maw sollte hier vielleicht nicht 5 Jahre alles abkriegen. Aber so in etwa hätte das hier alles laufen können. Ich laufe einfach mal nach unten raus. Ich gehe da sicher weg. Noch hier ein Control Ward hinterlassen und dann wieder auf die Lane zurück zu den Jungs. Ich glaube zwar nicht, dass ich den rauskriege, aber der Set, der hat halt theoretischerweise noch Ulti. Theoretischerweise. Ich weiß nicht, ob ich mit dem irgendwas machen kann. Aber wie gesagt, hier jetzt hat der Kog'Maw einfach zu weit vorne gewesen, hat sehr viel Schaden abbekommen, hat sehr viel CC abbekommen. Wenn der Jhin jetzt wirklich hier noch vorpusht, was ich nicht glaube, nee, der geht auch weg, dann hätte man hier jetzt ganz gut noch was machen können. Oh oh, da müssen wir dazu. Ein bisschen gerade hier geguckt, inwiefern wir unter Umständen da was hätten kriegen können. Warum kriege ich da keinen? Na, komme ich auch nicht mehr ran. Da noch das Exhaust. Reicht nicht ganz. Hat er hier hinten den Taric bekommen? Nein, hat er nicht. Das war gerade meine Hoffnung. Ich war jetzt hier super greedy in dieser Situation. Denn ich wollte, dass der Cho'Gath noch den Taric tötet, in irgendeiner Art und Weise, wie ist mir egal. Und wenn er nur hinläuft und ihn ultet. Und dadurch, dass ich dann das Geld hier habe für meinen Ardent Sensor, das war der eigentliche Knackpunkt, warum ich da rangegangen bin. Ich habe dafür den Kha'Zix bekommen und ich habe meinen Ardent Sensor. Ist okay. Also wir haben jetzt praktisch unser Core-Item für diesen Kog'Maw. Jetzt müssen wir kurz gucken, brauchen wir einen Mikaels? Das wäre nämlich die nächste Form. Ich habe dadurch dann die Cooldown Reduction. Ich hätte mehr Schildpower für den Kog'Maw.
Ist wirklich eine Überlegung wert. Wir müssen dabei aber bedenken, was wir halt nein müssen, ist im Prinzip die Ulti von Fizz, dass der Kog'Maw weglaufen kann, der Stun von Taric, der Root von Jhin. Das sind so die Punkte, die hier ein bisschen beachtet werden müssen. Aber ich würde, glaube ich, hier eher auf Redemption into Locket gehen. Weil über diese Konstellation habe ich ein stärkeres Burst-Schild, in Anführungszeichen. Also das Locket-Schild, das ist doch wesentlich stärker als die Möglichkeit, hier über die Kombination zu arbeiten. Tja, da hätte er jetzt den Taric schon guten Schaden zufügen können eigentlich. Wollte er aber nicht. Wir gucken weiterhin, dass wir hier den Turm bekommen. Ja, da nochmal hier ein bisschen. Das ist eben genau das, was wir hier im Prinzip haben wollen. Das ist im Prinzip genau das, was wir haben wollen. Ich werde hier nicht mehr rauskommen. Also, dass der Kog'Maw hier so ausrasten kann und den Jhin mitnimmt, das ist eben genau die Sache. Allerdings dann, dass der Rest des gegnerischen Teams hier natürlich auf uns in der Mitte committet. Passt soweit, ja. Müssen sie natürlich machen. Auf der anderen Seite kriegen wir halt jetzt als Ausgleich hier den Botlane-Turm. Wir haben jetzt zwei Tode dafür getradet, dass wir den Turm haben. Eine offenere Map. Und hier in der Mitte, dadurch, dass halt die Gegner so weit overextended haben und den Cho'Gath töten wollten, haben wir da nochmal ein paar Vorteile. Erstmal hier das Forbidden Idol noch holen. Cooldown Reduction into Mana-Regeneration im Endeffekt und Schildpower. Schön gemacht hier vom Set. Sehr schön. Jetzt haben wir wiederum bei den Gegnern einen Tod, dass wir theoretischerweise in der Mitte was machen sollten. Wir gehen immer wieder in die Mitte, wir wollen diesen Turm, aber wir wollen eben auch diese Möglichkeit bekommen. Der Hauptgrund, dass wir immer wieder hier in die Mitte gehen, ist nicht nur, dass wir den Turm haben wollen, sondern die gegnerische Seite ein bisschen öffnen. Wir sind ja eigentlich die, die über den einen oder anderen Flankplay arbeiten möchten. Flankplay im Sinne von... Ja... Da war eben jetzt gerade die W-Fähigkeit auf diesem Fizz weltbewegend. Da habt ihr es gerade gesehen, das ist die Stärke von Lulu. Was bringt es mir, wenn ich einem Kog'Maw in der Situation... Ja, würdest du dich bitte vor mir stellen? Danke. Was bringt es mir, wenn ich diesem Kog'Maw die W-Fähigkeit für Schaden gebe, wenn allerdings dann ich, wenn er innerhalb von einer Sekunde stirbt? Also hier manchmal lieber defensiv gehen und dem Gegner... die Möglichkeit nehmen, anstatt dass man selber halt das so macht. Kog'Maw, ich möchte ein Schild auf dich setzen. Bitteschön, mehr kriegst du nicht, denn ich bin in Turmrange. So, jetzt funktioniert's. Maokai tankt. Aber Maokai kriegt dafür ein Schild. Maokai, bitte langsam wieder raus. Danke. Gut. Ja. Ich habe den Exhaust nicht mehr drauf bekommen. Der hat hier genug Schaden machen können. Trotzdem kriegen wir hier einen Assist. Also das war einfach mal wieder die perfekte Situation dafür, dass defensiv manchmal mehr bringt als offensiv. Und die W kann man eben offensiv und defensiv nutzen. Da muss man immer im Kampf ein bisschen abwägen, was würde einem jetzt ein bisschen mehr bringen. Der Kog'Maw ist gestorben. Seltsam. Lulu war tot, also stirbt der Kog'Maw. Wie es halt so häufig ist. Darüber, dass ich jetzt als nächstes eben noch auf das Locket gehen möchte, damit ich da einfach mehr Möglichkeiten habe, den Kog'Maw zu schützen, gehe ich jetzt bei den Schuhen noch auf das auf die ionischen Schuhe für die 10% Cooldown Reaction und die 10% auf die Summoner Cooldowns. Denn ich bin halt derzeit hier super faul, habt ihr ja gesehen vorhin in der Champion Selection, noch schnell auf Airy zusammen mit Resolve gegangen. Es wäre halt besser gewesen, auf Domination zu gehen. Mit Active Items, Cooldown Resetten und Zombie Ward. Also das ist so eine der Standardmöglichkeiten, die man als Supporter hat. Und ich denke mal, hier in der Runde wäre das auch besser gewesen. Haben wir aber jetzt nicht. So, Control Ward mal hinpacken. Ich glaube, den habe ich jetzt schon ewig dabei. Da ist keine Vision. Da ist auch nichts. Der Fizz, den haben wir da. Schade, ich wollte den gerade noch klauen. Aber... zu spät gesehen, dass der wirklich da ist. Okay. Im Prinzip müssen die Leute halt hier bedenken, ja, wir haben jetzt gerade keine... Ja, wie soll ich sagen? Keinen richtigen Tank hier.
Aber was wir haben, sind halt meine Schilde. Und in Kombination daraus eben eine Menge... Okay. Er geht hier wieder raus. Eine Menge Sustain. Eine Menge Sustain, einfach in Form von Schilden, von Tankiness, von... Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt Schaden sagen, aber auch meine W-Fähigkeit als CC. Jetzt bringen wir den den Kog'Maw mal ein bisschen nach vorne. So, was gibt es eigentlich noch für Einstellungen, die ich jetzt zur neuen Season machen muss? Chat war aus, Spiel ist gewonnen. muss ich große Einstellungen machen? Passt soweit. Und mitunter habe ich diese Runde jetzt halt eigentlich nur aus 2 Punkten wirklich gewonnen. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht auf den Heal auf mich selber ein, weil ich diese Spielweise nicht gewohnt bin, weil ich das Ganze nicht trainiert habe. War also in dem Punkt richtig. Und ich habe diesen Kog'Maw gemutet relativ früh. Wir haben ja gemerkt, der redet gerne mal viel. Und das zu lesen ist im Prinzip für mich nicht hilfreich. Wenn ich jetzt halt eine Lulu wäre, die keine Ahnung hat, was sie machen soll, wenn ich jetzt halt einfach nur den Lulu-Pick gemacht hätte, weil der Kog'Maw sagt, kannst du die nicht bitte spielen, dann wäre es unter Umständen okay, auf den zu hören. Aber wenn man eigentlich weiß, was man machen möchte, dann braucht man das nicht. Dann lenkt einen das einfach nur mehr ab, als dass es einem hilft. Und ja, das war eine erfolgreiche Runde. Und wie gesagt, schreibt mir ruhig, wie ihr die Champion Selection so findet. Ich persönlich fand das eigentlich immer ein ganz cooles Format. Vielleicht werde ich das wieder ein klein bisschen abändern, dass wir zuerst mal ein Video haben mit der ein oder anderen Champion Selection, so 1, 2, 3. Und dann kommen die Tage drauf, die Videos dazu. Ich, ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemiss.